JBL Tuner. Ein Lautsprecher? Nein, dies ist mehr als nur eine Musikbox. Es ist ein DAB Plus und UKW Radio, integriert in einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher, das kabelloses digitales Radio in bester Klangqualität für bis zu 8 Stunden ermöglicht. Aber packen wir diese Schönheit doch mal zusammen aus. Das Verpackungsdesign von JBL ist wie gewohnt schlicht und funktional gehalten. Powerful Sound and Crystal Clear Radio. Dare to listen. Na, dann wagen wir es mal. Das Radio. Ein orangenes USB-Ladekabel und ein Netzteil mit zwei verschiedenen Aufsätzen. Eine Bedienungsanleitung darf natürlich nicht fehlen. Und zu guter Letzt natürlich der Hauptakteur. Das JBL Tuner misst 16,5 x 6,6 x 6,6 cm und wiegt 440 Gramm. Preislich liegt dieses Set derzeit bei ca. 80 Euro und eine weiße Version gibt es auch zu erwerben. Die Hülle besteht aus einem widerstandsfähigen und robusten Material. Auf der Oberseite findet man die Bedieneinheit mit 5 programmierbaren Schnellwahltasten. Auf der Vorderseite thront das auffällige JBL-Logo. Das Display zeigt nach dem Einschalten den aktuellen Ladezustand an. Was danach folgt, ist der Grund, warum JBL Marktführer in ihrer Sparte sind. Lauter, kristallklarer Sound ohne Kompromisse aus einem Lautsprecher, der kaum größer als eine Hand ist. Einfach nur verblüffend. Man kann zwischen DAB Plus und UKW-Sendern hin und her zappen und diese mit nur einem Knopfdruck in einen der 5 Schnellwahltasten programmieren. Um den Speaker mit seinem Smartphone zu verbinden, drückt man die Bluetooth-Taste und koppelt das Gerät mit dem Handy. Nun wird der Mediensound deines Handys über den Lautsprecher ausgegeben. Ja, servus Freunde, gerade hat der Postbote geklingelt und ich habe ein mega großes Paket bekommen. Und zwar... Die Lautstärkewippe deines Handys regelt die Lautstärke der Box. Schon lieber, das ist mir unheimlich auf die Nerven ging, dass mein Werkzeug immer durch die Gegend flog. Der eingebaute Akku misst eine Kapazität von 2000 mAh. Das reicht für ca. 8 Stunden Musik. Danach muss er an die Steckdose oder einem USB-Ladegerät. Dazu bastelt man im Playmobil-Style den passenden Netzstecker auf das Netzteil und verbindet es mit dem Lautsprecher. An der Steckdose benötigt ein komplett leerer Akku ca. 3,5 Stunden, bis er wieder voll geladen ist. Ja, soviel erst einmal zum neuen JBL-Tuner. Also mir gefallen die JBL-Produkte ja sowieso immer extrem gut. Was die Verarbeitung und Soundqualität angeht, lässt dieses Gerät in seiner Preisklasse nichts anbrennen. Wie ist deine Meinung? Alle Produkte aus diesem Video verlinke ich dir wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.